das Wenn-Dann-Mindset. 95% der Menschen haben es und es kostet sie verdammt viel Lebensqualität. Was ist das Wenn-Dann-Mindset? Wie kommst du da raus und wie kannst du endlich ein geileres Leben führen? Um diese Themen soll es in diesem Sharing gehen. Und da nochmal kurz die Info, was ist ein Sharing? Ein Sharing ist einfach ein Format, in dem ich regelmäßig teile, was für Erkenntnisse ich habe, was für Erfahrungen ich mache und ja generell, was für Verhaltensmuster ich aufdecke, was ich über mich Neues lerne und auch generell, ich habe sehr, sehr viele Kunden. Wenn ich irgendwelche Verhaltensmuster, irgendwelche Erkenntnisse durch meine Kunden habe, irgendwelche Verhaltensmuster bei meinen Kunden feststelle, dann werde ich das alles in so Sharings verpacken und werde die ganzen Sharings so aufbauen, dass wenn ihr die anhört, dass ihr da Parallelen zu eurem Leben ziehen könnt und dadurch etwas über euch lernen könnt und dadurch ein geileres Leben führen könnt. Das sind Sharings und ich werde mich jetzt auch darauf committen, das wöchentlich zu machen. Das heißt, es wird wöchentlich ein neues Sharing kommen, meistens am Wochenende und es ist auf den ganzen gängigen Plattformen verfügbar, also auf Instagram, auf LinkedIn, auf YouTube und auch als Podcast-Folge wird dieses Sharing verfügbar sein. Und ja, vielleicht noch ein kurzer Disclaimer. Die Themen, die ich in den Sharings aufgreife, sind meist sehr, sehr, sehr groß. Teilweise sehr, sehr große philosophische Themen, um es mal so zu sagen. Und ich wollte das eigentlich immer so machen, dass immer, wenn ich erst was für mich komplett durchdacht habe, immer erst, wenn ich etwas für mich ja vollendet gedacht habe, wenn ich die Gedanken ausformuliert habe, erst dann wollte ich ein Sharing machen. Ich habe allerdings gemerkt, dass es halt so riesengroße Themen sind, dass es teilweise Wochen, Monate, Jahre dauern kann, bis ich an dem Punkt bin, wo ich sage, hey, jetzt ist es ausformuliert, jetzt kann ich es rüberbringen. Und dieser Perfektionismus, der kostet einfach extrem viel Speed, der kostet einfach extrem viel Fortschritt. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch Sharings zu teilen, wo vielleicht jetzt die Gedankengänge noch nicht so klar sind, wo jetzt vielleicht die Gedankengänge noch nicht so ausformuliert sind, wo jetzt vielleicht das große Ganze noch etwas bisschen lückenhaft ist. Aber ich habe mich, wie gesagt, dazu entschieden, das trotzdem dann früher schon mit euch zu teilen, einfach weil ich der Meinung bin, dass auch die noch nicht vollendeten Gedanken euch sehr, sehr viel weiterhelfen werden und vielleicht habt ihr die fehlenden Puzzlestücke, um das ganze große Bild ja zu vollenden und alles zu einem großen Ganzen zu machen. So viel dazu und damit lasst uns auch doch direkt schon mal mit dem Thema starten. Das Wenn-Dann-Mindset ist ein Verhaltensmuster bzw. ein Denkmuster, was ich bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen beobachte. Gerade bei meinen Kunden, also bei den ganzen Agenturenhabern, beobachte ich sehr, sehr stark, dass das Wenn-Dann-Mindset richtig tief drin sitzt. Also wirklich in jedem zweiten Satz ist unterbewusst, schwingt da so ein bisschen das Wenn-Dann-Mindset mit. Und es bezieht sich jetzt nicht mal nur auf Business, es bezieht sich wirklich komplett auf alle Lebensbereiche. Und da jetzt mal direkt eine Frage an euch oder beziehungsweise an dich, wie du das mal für dich testen kannst. Frage an dich, warum hast du dich ursprünglich selbstständig gemacht, beziehungsweise was war der Grund, warum du dich ursprünglich selbstständig machen wolltest? Und wahrscheinlich wirst du jetzt sowas sagen wie, ja, finanzielle Freiheit, ortsunabhängig arbeiten, ja, ich will mein eigener Chef sein, ich will einfach, ja, komplette Freiheit genießen, das heißt, machen können, was ich will, machen können, wo ich es will, mit wem ich es will und wann immer ich will. Das wird wahrscheinlich bei den meisten der Fall gewesen sein und da gehört natürlich auch alles sehr, sehr viel dazu. Das heißt, wenn ich einen Ferrari fahren will, dann fahre ich einen Ferrari. Wenn ich mir eine Villa kaufen will, dann kaufe ich mir eine Villa. Einfach dieser komplette God-Mode, sage ich jetzt mal, wo du eigentlich mehr oder weniger alles machen kannst, alles kaufen kannst, alles haben kannst, alles tun kannst, mit wem du es willst und so weiter. Dieser God-Mode, nenne ich es mal, das ist bei sehr, sehr, sehr vielen, beziehungsweise bei den meisten, ja, der Grund, warum sie sich selbstständig gemacht haben. Und jetzt kannst du dir mal die Frage stellen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, okay, du möchtest finanziell frei sein. Das war so dein ursprüngliches Ziel, warum du dich selbstständig gemacht hast. Was heißt denn finanziell frei für dich? Ist es 1.000 Euro im Monat? Sind es 2.000 Euro im Monat? Sind es 5.000 Euro im Monat? Sind es 10.000 Euro im Monat? Und was genau möchtest du da machen, wenn du finanziell frei bist? Möchtest du die Welt bereisen? Möchtest du einen ganzen Tag Lambo fahren? Möchtest du, keine Ahnung, hier ein Penthouse haben, da ein Penthouse haben, dies, das, das? Was möchtest du genau machen? Und jetzt gebe ich mal wieder ein Beispiel. Sehr, sehr, sehr viele von den Menschen in meiner Bubble, also in der ganzen Online-Business-Owner-Bubble, sage ich jetzt mal, ein sehr, sehr, sehr großer Wunsch von denen ist, die Welt zu bereisen,
Erfahrungen zu machen und einfach ein geiles Leben führen. The good life leben, muss man so zu sagen. Und das Ding ist, die meisten erlauben sich nicht, dieses good life zu leben, obwohl sie es an sich schon längst leben könnten. Ich gebe dir ein Beispiel. Du bist bei 0, also bei 0 Euro Umsatz, 0 Euro Einkommen, 0 Euro, ja, 0 Euro Wissen, mehr oder weniger. Und dann sagst du dir, okay, ich möchte mich selbstständig machen. Und dann ja, schaust du dir ein paar YouTube-Videos an, dies, das. Und dann merkst du, okay, wenn ich den ersten Kunden gewinne, dann geht's ab. Dann bin ich ein krasser Typ, dann bin ich ein geiler Motherfucker. Und wenn ich den ersten Kunden gewinne, dann geht's wirklich ab. So, dann gewinnst du den ersten Kunden, jetzt mal aufs Agenturbusiness bezogen, und dann denkst du dir, okay, erster Kunde, geil. Okay, jetzt muss ich erstmal meine 5.000 Euro Umsatz im Monat machen, dann bin ich ein heftiger Dude. Also wirklich dann, Freunde, dann bin ich ein heftiger Dude. Dann hast du deine 2-3 Kunden, oder 2-3-4-5 Kunden, machst deine 5.000 Euro im Monat und dann denkst du dir, okay, 5.000 Euro, da lachen die Leute, ich muss fünfstellig sein, alles unter fünfstellig ist ein Witzbusiness. Und dann tust du alles, um endlich fünfstellig zu werden, und dann dauert es ein bisschen und dann bist du endlich fünfstellig, dann bist du Anfang 20, verdienst mehr als 10.000 Euro im Monat, machst mit deiner Agentur mehr als 10.000 Euro im Monat und dann checkst du, dass du dich immer noch nicht so geil fühlst. Dann checkst du irgendwie, okay, jetzt mache ich meine 10.000 Euro im Monat. Das ist ja irgendwie immer noch irgendwie nicht so krass. Und jetzt will ich auf jeden Fall sechsstellig machen. Ich meine, 10.000 Euro im Monat, das mache ich mit links so mittlerweile. Und ich will unbedingt sechsstellig werden, weil wenn ich sechsstellig bin, weil dann bin ich ein richtig krasser Dude. Ich meine, Anfang 20, Mitte 20, wenn ich sechsstellige Umsätze im Monat mache, dann geht's ab, dann kann ich endlich Highlife leben, endlich Good Life leben, dann kann ich mich endlich durch die Welt vögeln, dann kann ich endlich Villen mieten, dann kann ich endlich Penthouse machen, dann geht's ab, Freunde, dann geht's ab. So, dann machen sie ihre sechsstellige Monatsumsätze, haben dann ihre 10, 20 Mitarbeiter und dann sagt irgendjemand, oh, also sechsstellig, puh. Also du brauchst erstmal, Remote Working ist überhaupt der größte Scheiß. Und deswegen brauchst du ein festes Office. Und du musst wirklich jeden Tag durcharbeiten. Du musst wirklich diesen sechsstelligen Umsatz erstmal halten. Und dann, hey, was ist schon sechsstellig? Mach mal deine 250.000 Euro im Monat. Erst dann zählst du wirklich zu den Größen. Und erst dann bist du Marktführer. Und dann machen sie, dann geht es so weiter. Und dann machen sie extrem krasse Umsätze mit ihrer Agentur. Sind Anfang, Mitte 20, sind an sich, haben schon den God-Mode eigentlich so erreicht, wenn du es von außen drauf schaust, aber die leben immer noch komplett im Wenn-Dann-Mindset. Weil was kommt nach der Agentur? Was kommt nach dem Agentur-Business? Okay, jetzt habe ich eine verdammt geile Agentur, die läuft, das passt alles, geile Umsätze, geiler Profit, alles geil. Aber ey, das ist ein Cashflow-Business. Und ich habe jetzt eine verdammt geile Idee, ich mache jetzt eine SaaS-Company, Freunde, eine SaaS-Company. Weil eine SaaS-Company, die kann ich schnell hochskalieren und dann in 3, 4, 5 Jahren kann ich sie für 30, 40, 50, 100 Millionen kann ich sie verkaufen. Und dann, Freunde, wenn ich den großen Exit mache, meine Holdingstruktur habe, alles, wenn ich den großen Exit mache, Freunde, dann habe ich endlich 30, 40, 50 Millionen Cash auf dem Konto rumliegen. Und dann, Freunde, dann bin ich 30, kann endlich Highlife leben, kann endlich mit einem Privatjet durch die Welt dingensen und kann endlich machen und tun, was ich will. Und das ist das Wenn-Dann-Mindset mal aufs Agentur-Business oder generell aufs Business bezogen. Quizfrage an euch. Wenn ihr eure fucking SaaS-Company für 30, 40, 50 Millionen verkauft habt, denkt ihr dann, ihr könnt wirklich dann ins Highlife leben? Oder denkst du dann, ja okay, irgendwie ist das Wenn-Dann-Mindset so ein Verhaltensmuster, was sich einfach durchziehen wird? Also du wirst dann immer noch nicht sagen, hey, okay, ich habe mich eigentlich für das ursprünglich selbstständig gemacht und das mache ich jetzt, diesen Traum, den ich ursprünglich hatte, den lebe ich jetzt. Nein, du wirst wieder irgendwie was Neues finden, um dein Glück weiter aufzuschieben, um deine Lebensqualität weiter aufzuschieben. Das war jetzt das Business-Beispiel. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel, was für die ganzen Boys, was 99% von meinen Leuten sind, was für die ganzen Boys sehr, sehr relevant ist. Thema Frauen ansprechen bzw. Frauen klären, nenne ich es jetzt mal. Da spiegelt sich das Wenn-Dann-Mindset auch wirklich perfekt wieder. Okay, so Freunde, ich fange an. Also, erst wenn ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe, erst wenn ich ein Sixpack habe, erst wenn ich, keine Ahnung, 100 Kilo auf der Bank drücke, dann habe ich Muskeln und dann fühle ich mich endlich gut genug, um eine Frau anzusprechen. Weil dann weiß ich, hey, ich trainiere, ich gehe ins Gym und dann kann ich endlich die Frauen ansprechen. Dann machst du das, merkst du, kacke. Du sprichst die Frauen immer noch nicht an. So, nächstes Beispiel. Da auch wieder mit Business bezogen. Okay, Freunde,
wenn ich 10.000 Euro im Monat Umsatz mache, dann bin ich ja mit Anfang 20 der krasseste Dude auf dem Planeten. Und dann, ich meine, welcher Anfang 20-Jährige macht schon 10.000 Euro im Monat? Dann, Freunde, dann habe ich endlich genug Selbstvertrauen und dann spreche ich die Frauen an. Dann machen sie irgendwie ihre 10.000 Euro im Monat und merken dann, also irgendwie fühle ich mich jetzt doch noch nicht so krass und irgendwie habe ich jetzt auch noch nicht das Selbstvertrauen, irgendwelche Frauen anzusprechen. Und jetzt muss ich irgendwie erst das machen, jetzt muss ich erst sechsstellig sein und dann kann ich die Frauen ansprechen, Freunde. Dann, wenn ich sechsstellig bin, weil dann bin ich ja the biggest motherfucker on earth. Also wenn ich sechsstellig bin, im Monat natürlich, Anfang 20, Mitte 20, dann habe ich endlich genug Selbstvertrauen, um die ganzen Girls anzusprechen, weil ich meine, let's face it, wer ist Anfang, Mitte 20 und macht sechsstellig Monatsumsätze? Also wenn das mir kein Vertrauen gibt, dann was, weißt du nicht. Und du wirst schon merken, auch bei diesem Wenn-Dann-Mindset wird es nicht funktionieren. Das heißt, du wirst immer diesen Cycle of When-Done, den Cycle of When-Done, den wirst du eigentlich immer mehr oder weniger fortführen und das kostet dich einfach wirklich verdammt, verdammt viel Lebensqualität. Weil ich meine, du schiebst dadurch eigentlich dein Glück immer weiter auf. Weil ich meine, den Traum, warum du dich ursprünglich selbstständig gemacht hast, um irgendwie ein geiles Leben zu führen, das kannst du schon viel vormachen. Du musst nicht bis 30, 24, 7 durchhasseln, damit du dann mit 30 deine SaaS-Company für mehrere Millionen Euro verkaufen kannst und dann endlich irgendwie 20 Millionen Cash auf dem Konto rumliegen kannst und dann das Highlife führen kannst. Du kannst das Highlife auch vorher schon führen und auch meistens mit viel, 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 viel weniger Mitteln, als du denkst. So, und wenn du das mal raffst, dass du an sich gar nicht so viele Ressourcen brauchst, um dieses Highlife zu leben oder dass du an sich auch schon, wenn du überhaupt nichts vorzuweisen hast, Girls ansprechen kannst oder dass du an sich schon ein geiles Leben vor oder während dem Skalieren haben kannst, wenn du das mal checkst, dann shiftet sich dein Leben enorm, weil dann hast du so ein bisschen den ersten Schritt gemacht, um das ganze Wenn-Dann-Mindset-Gefüge mal so ein bisschen aufzubröckeln, weil wenn du merkst, hey, ich bin schon ein krasser Dude, ich mache schon krasse Umsätze, ich bin schon ein krasser Dude. Wenn du das mal checkst, dann kann und wird das Wenn-Dann-Mindset immer so ein bisschen aufbröckeln. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein ehemaliger Kunde hat mich angeschrieben auf Instagram, yo Erik, ich finde es mega krass, was du machst, mega inspirierend, mega geil. Aber eine Frage habe ich, wie machst du das eigentlich, wie machst du es eigentlich finanziell, wie kriegst du es hin? Und ich dann so, ja, easy eigentlich so. Ich meine, der Lifestyle kostet so vielleicht 2.500 im Monat so aktuell, den ich lebe. Und das ist eigentlich so aus Business-Perspektive, aus finanzieller Perspektive eigentlich easy machbar. Und dann habe ich ihm das so erzählt und dann er so, Bro, oh, das ist ja voll krass. Ich habe gedacht, das wäre so 6, 7, 8, 9K. Ey, krass. Das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da habe ich ja anscheinend echt ein Mindset-Problem und so weiter. Und das war der Moment, wo es bei ihm Klick gemacht hat. Weil der hat schon genug Umsatz gemacht, um auch genau den gleichen Lifestyle zu leben. Und dieser Mindset-Klick, das passiert, wenn du dir mal ausrechnest. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt selber nicht ins Wenn-Dann-Mindset reinkomme, weil ich bin auch kein Heiliger, der das Wenn-Dann-Mindset komplett abgelegt hat. Deswegen muss ich bei meiner Formulierung ein bisschen aufpassen. Aber wenn du mal realisierst, dass du Leben führen kannst mit geiler Lebensqualität, mit viel weniger Ressourcen, als du ursprünglich vielleicht erwartet hättest, dann ändert sich dein Leben ziemlich krass, weil du dann weißt, hey, du kannst jetzt schon deinen Traum leben. Hey, du kannst jetzt schon das leben, was du ursprünglich leben wolltest. Hey, du kannst jetzt schon in dem Moment glücklich sein. Hey, du musst nicht deine Lebensqualität aufschieben, bis du deine fucking SaaS-Company verkauft hast. Muss mal ganz durchspielen. Hey, du kannst jetzt schon ein geiles Leben führen. Hey, du kannst jetzt schon glücklich sein. Hey, du kannst jetzt schon ultra dankbar sein für das, was du gemacht hast. Egal, was irgendwelche Leute in der Bubble sagen. Du kannst jetzt schon mega stolz auf dein Business sein. Du kannst jetzt schon mega stolz sein auf das, was du gemacht hast. Und wenn du das mal realisierst, dann macht es wirklich Klick. Und jetzt natürlich Frage, wie realisierst du das? Und da ist natürlich eine Sache, die du regelmäßig machen kannst, ist das Thema Journaling. Also das sind dann Dankbarkeitsübungen. Wirst du auch schon mal von gehört haben wahrscheinlich. Und wenn du das täglich durchgehend machst, über mehrere Monate, über mehrere Jahre hinweg, dann hast du irgendwann, ja, viele Notizblöcke voll mit Notizen, wo du reflektierst, wo du dankbar bist. Und dann kannst du ein Jahr mal zurückgehen und dann kannst du dir deine Gedanken von, keine Ahnung, von Anfang 2020 anschauen und dann wirst du merken, wie krass du in dieser Zeit gewachsen bist. Und das ist dann wie so ein kleiner Augenöffner, der dir genau sagt, okay,
du lebst gerade aktuell, jetzt wird es wichtig, aktuell lebst du gerade dein Wenn, was du dir vor ein, zwei Jahren gesetzt hast. Weil wenn du jetzt mal ein, zwei Jahre zurückreflektierst, dann lebst du sehr, 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 sehr wahrscheinlich dein Wenn, was du vor ein, zwei Jahren gesetzt hast. Und das heißt, wenn du dein Wenn vor ein, zwei, drei Jahren, das du dir vor ein, zwei, drei Jahren gesetzt hast, aktuell lebst, dann kannst du auch endlich das Dann leben, was du dir auch ursprünglich gesetzt hast und musst nicht weiter diesen Cycle of Wenn-Dann musst du nicht weiter fortführen. So, und da muss es einmal Klick machen. Und wenn ihr das mal gerafft habt, dann habt ihr viel, viel mehr Lebensfreude, viel, viel mehr Lebensenergie und euer Leben ist einfach geiler, Freunde. No joke. Grüße aus der Domrep. So viel dazu. Also das war so der erste Angle, würde ich mal sagen, wie man das Wenn-Dann-Mindset behandeln kann. Und jetzt möchte ich euch noch einen zweiten Angle vorstellen, wie man generell so das Wenn-Dann-Mindset behandeln kann. Und das ist einfach der. Viele von euch, 90% von euch, möchten finanziell frei sein. Was heißt finanziell frei oder was heißt der größte Wert von euch allen ist Freiheit? Was heißt denn der Wert Freiheit? Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt. Der Wert Freiheit heißt eigentlich, ich möchte kaufen können, was ich will. Ich möchte machen können, was ich will, mit wem ich will und wann ich will und wo ich will. Also alle W-Fragen, dass du komplett alles machen kannst, wie du willst. Dieser God-Mode, dass du komplett irgendwie alles machen kannst, was du willst. Wenn du Lambo fahren willst, dann fahrst du Lambo. Wenn du in Bali sein willst, dann bist du in Bali. Wenn du in Mexiko sein willst, dann bist du in Mexiko. Wenn du das machen willst, dann machst du das. Wenn du dir eine Rolex kaufen willst, dann kannst du es machen. Bla 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 bla. Das ist die Freiheit, dass du mehr oder weniger alles machen kannst, was du willst. Bisschen wie Minecraft Creative Mode, um ein gutes Beispiel zu nennen. So, jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, ob es dir an sich wirklich um das Geld dahinter geht. Ich meine, für die ganzen Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, da brauchst du an sich Geld. Aber geht es dir wirklich um das Geld dahinter? Das heißt, geht es dir bei dieser finanziellen Freiheit, geht es dir wirklich um das Geld? Geht es dir wirklich darum, dass du 50, 100 Millionen auf dem Konto hast, dass du ein Vermögen von 50, 100 Millionen hast? Geht es dir wirklich um das? Oder geht es dir um die Macht, die du damit verbindest? Die Macht, dass du sagst, hey, du kannst alles machen, auf was du Bock hast. Die Macht, dass du sagen kannst, hey, du kannst alles kaufen, was du möchtest. Die Macht, wenn du dir etwas in den Kopf setzt, dass du es erreichst. Die Macht, mit deinen Lieblingspersonen das alles machen zu können. Die Macht, dass wo auch immer du das machen möchtest, das machen kannst. Diese Macht dahinter, dieses Machtgefühl dahinter, wo du einfach denkst, hey, okay, ich bin der absolute Babbo, ich bin der krasseste Motherfucker auf dem Planeten. Geht es dir um das Geld oder geht es dir um dieses Machtgefühl? Weil wenn du mal in dich hineinfühlst oder in dich hinein spürst, geht es dir an sich nur um das Machtgefühl. Das Geld ist dir eigentlich gar nicht so wichtig. Du willst nur dieses Machtgefühl, diesen Unangreifbar-Status haben. Also ich habe mir das irgendwie immer so im Kopf, dass ich in der Fußgängerzone bin von irgendeiner Stadt, sagen wir Heidelberg oder so, Fußgängerzone Heidelberg, und ich laufe dann so mit meiner Sonnenbrille, laufe ich dann so durch die Innenstadt und ich fühle es so richtig und ja, da ist jetzt irgendwie eine hübsche Frau, wenn ich die klären wollen würde, dann könnte ich es machen. Okay, da, wenn ich jetzt irgendwie, da ist ein Reisebüro, wenn ich jetzt einen Flug nach Mexiko buchen möchte, dann kann ich das machen, mit Privatjet natürlich. Okay, da vorne, wenn ich mir jetzt ein Lambo mieten will, dann kann ich das machen. Okay, da ist das teuerste Hotel der Stadt, wenn ich da Bock drauf habe, kann ich da heute nächtigen. Und einfach dieser God-Mode. Also das habe ich so das Bild vor mir. Und da geht es mir an sich nicht um das Geld. Das heißt, es geht mir nicht darum, dass ich irgendwie 100 Millionen Euro auf dem Konto habe. Es geht mir um das Machtgefühl. Weil das Machtgefühl, das stelle ich mir vor, dass es extrem, extrem geil ist. Weil was für ein geiles Feeling muss es sein, dass du ganz genau weißt, okay, wenn du jetzt einen Ferrari willst, dann kannst du dir einen Ferrari holen. Dass du ganz genau weißt, wenn du jetzt nach Dubai fliegen willst, dass du nach Dubai fliegen kannst. Dass du ganz genau weißt, dass du ja von da aus arbeiten kannst, mit dem zusammenarbeiten kannst, mit dem in Urlaub gehen kannst. Was für ein geiles Feeling muss es sein, ja, dieses Feeling zu haben. Und jetzt die Frage. Jetzt wird es interessant. Was ist, wenn du dieses Feeling, dieses Machtgefühl, was eigentlich hinter dem Ziel Freiheit steckt, dieses Machtgefühl, was, wenn du dieses Machtgefühl auch schon haben kannst, ohne dass du deine 50, 100 Millionen auf dem Konto hast? Was, wenn du dieses Machtgefühl auch schon vorher, während du viel, viel weniger Geld auf dem Konto hast, schon vorher haben kannst? Jetzt wird es nämlich interessant. Und jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, wie du dieses unangreifbare Machtgefühl aufbaust. Und wie du das aufbaust, ist relativ simpel. Indem du dir genug Beweise schaffst. Indem du dir genug Beweise gibst,
dass du das, was du dir in den Kopf setzt, auch wirklich erreichst. Wenn du jetzt dein Leben reflektierst, dann wirst du ganz, ganz, ganz viele Momente finden, wo du dir gedacht hättest, okay, wenn ich das habe, dann bin ich krass. Wenn ich das habe, dann bin ich krass. Wenn ich irgendwie das Coaching bezahle und dann in dem Coaching bin, dann bin ich krass. Okay, wenn ich meine ersten paar Kunden habe, dann bin ich krass. Wenn ich das Gewerbe, wenn ich die GmbH gegründet habe, wenn ich eine Holding gegründet habe, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, erste Mitarbeiter angestellt habe, irgendwie über 10 Mitarbeiter habe, dann bin ich krass. Und es gab immer mal einen Zeitpunkt, wo das in weiter Ferne lag und wo das dein Traumzustand war. Das heißt, irgendwann war es dein Traumzustand, fünfstellige Monatsumsätze zu machen. Mittlerweile machst du fünfstellige Monatsumsätze. Oder es war einmal dein Traumzustand, den ersten Kunden zu gewinnen. Mittlerweile hast du den ersten Kunden gewonnen. Und wenn du checkst, dass diese ganzen Wenn-Dann-Meilensteine auch einfach Beweise sein können für das Machtgefühl, was du eigentlich haben möchtest, was hinter finanziellen Freiheit oder auch generell hinter der Freiheit steckt, dann checkst du, dass du dieses Machtgefühl auch schon viel, 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 viel vorher haben kannst. Weil du kannst das Machtgefühl auch haben, indem du einfach genug Beweise sammelst und dann kannst du auch schon vorher den God-Mode haben, dann kannst du auch schon vorher den Babo-Lifestyle führen, weil du ganz genau weißt, hey, wenn du dir was in den Kopf setzt, dann wirst du es erreichen. Weil du hast dir in den Kopf gesetzt, dass du ein Gewerbe anmeldest, du hast dir eine Kasse dann gemacht, erster Beweis. Du hast dir in den Kopf gesetzt, dass du einen ersten Kunden gewinnst, hast du dann gemacht, zweiter Beweis. Du hast dir in den Kopf gesetzt, dass du ein geiles Abitur machst, mit so wenig Aufwand möglich, hast du gemacht, check. Du hast dir in den Kopf gesetzt, dass du irgendwie ein Studium machst mit einem Abschluss oder so. Check, Beweis. Du hast dir in den Kopf gesetzt, dass du das erste Mal einen Deal über 5.000 Euro abschließen möchtest. Hast du gemacht? Vierter, fünfter, sechster Beweis. Du hast dir in den Kopf gesetzt, dass du jetzt unbedingt fünfstellige Umsätze machen möchtest. Ein paar Monate später hast du es erreicht. Nächster Beweis, check. Du hast dir in den Kopf gesetzt, dass du unbedingt dieses eine Coaching, diese Mastermind oder was weiß ich immer, dass du das unbedingt kaufen möchtest. Früher oder später hast du es gemacht. Check. Du hast dir in den Kopf gesetzt, dass du unbedingt mit dieser einen Person zusammenarbeiten möchtest. Ein paar Monate später arbeitest du genau mit der Person zusammen. Check. Du hast dir in den Kopf gesetzt, dass du hast dir dein Umfeld quasi ausgesucht und die Leute findest du cool, in dessen Umfeld möchtest du rein und mit den Leuten bist du jetzt tagtäglich am Interagieren. Hast du gemacht? Check. Und wenn du realisierst, dass du die ganzen Beweise alle schon gesammelt hast, wenn du zurückblickst, auf dein Leben reflektierst und checkst, dass du die ganzen Beweise alle schon gesammelt hast, weil zu dem Zeitpunkt, wo du noch keinen Kunden hattest, war der erste Kunde, da war das dein absoluter Traumzustand. Und dann wäre das der erste Kunde der God-Mode schon gewesen. Und wenn du jetzt einfach dein Leben reflektierst, wirklich deine Meilensteine reflektierst, was du alles schon so im Leben erreicht hast, wo du früher mal irgendwie von ausgegangen bist, dass es irgendwie schon stretching ist, irgendwie schon ein bisschen außerhalb von meinen Möglichkeiten und irgendwie schon so ein bisschen nicht ganz so die Norm. Und das wäre schon krass, wenn ich so mit Anfang 20 meinen ersten Social Media Kunden gewinne. Und wer macht sich denn überhaupt schon selbstständig mit Anfang 20 und so weiter und so weiter? Wenn ihr das mal checkt, dass ihr einfach euer Leben reflektieren müsst, und dann schon genug Beweise finden werdet, dass ihr alles erreicht, was ihr euch in den fucking Kopf setzt und dass ihr generell alles kaufen könnt, was ihr euch in den Kopf setzt und dass ihr generell schon alles machen könnt, was ihr euch in den Kopf setzt, dann wird das Wenn-Dann-Mindset auch wieder bröckeln und dann werdet ihr checken, dass ihr das Wenn-Dann-Mindset irgendwann ablegen könnt und dann werdet ihr checken, dass ihr dieses Machtgefühl, nachdem ihr alle unterbewusst strebt, aber keine Ahnung davon habt, dann werdet ihr checken, dass ihr dieses Machtgefühl schon viel, 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 viel früher haben könnt und schon viel, viel früher diesen God-Mode haben könnt, diesen Babo-Lifestyle haben könnt, dieses Good-Life haben könnt und schon viel vorher dieser krasse Motherfucker, den ihr alle im Kopf habt, der so irgendwie bei euch da oben steht, dass ihr den Lifestyle, diese Person schon viel, viel früher sein könnt, weil wenn ihr euer scheiß Leben reflektiert, dann wisst ihr ganz genau, ihr habt euch die Beweise gesammelt und ihr könnt dieses Machtgefühl, was hinter der Freiheit steckt, könnt ihr jetzt schon haben. Weil Geld ist relativ. Wenn du dir jetzt irgendwie ein 5.000-Euro-Coaching kaufen möchtest und überhaupt nicht die finanziellen Ressourcen hast, dann ist das zum Beispiel dein Mutzustand. Irgendwann wirst du aber die finanziellen Ressourcen haben und wirst dir dann dieses 5.000-Euro-Coaching leisten können. Weiterer Beweis. Wenn du dir jetzt ein Coaching für 50.000 Euro kaufen möchtest, dann aber auch überhaupt nicht die Ressourcen hast, irgendwann wirst du die Ressourcen haben und dann wirst du dir 50.000-Euro-Coaching kaufen können. Das heißt, Geld ist immer relativ. Und das heißt, das Spiel kannst du unendlich fortführen. Das heißt, wenn du jetzt schon 100 Millionen hast, aber jetzt willst du eine Yacht für 150 Millionen holen, dann
ist das natürlich auch so ein bisschen, ja, stretching it, aber früher oder später wirst du auch das schaffen. Und dann wird dieser Beweis, der wird immer, 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 immer stärker. Aber das heißt nicht, dass du jetzt dieses Machtgefühl erst erreicht hast, wenn du dir eine Yacht holst. Das kannst du schon viel vorher erreichen. Verstehst du? Und wenn du merkst, dass du einfach dein bisheriges Leben reflektieren musst, um dir die Beweise zu geben, dann kannst du dieses Machtgefühl auch schon viel vorher leben. Und wenn du jetzt deinen aktuellen Standpunkt anschaust, kannst du dir mal genau überlegen, was deine Ziele sind. Und dann kannst du dir mal genau fragen, okay, mein Ziel ist jetzt, 5 Mitarbeiter einzustellen. Mein Ziel ist jetzt, keine Ahnung, 30.000 Euro Umsatz im Monat zu machen. Mein Ziel ist jetzt, dieses Coaching zu kaufen. Mein Ziel ist jetzt irgendwie, den Urlaubstest zu bestehen. Sowas alles. Dann sei mal ganz bewusst über deine Ziele. Sei mal richtig aware. Sei dir mal richtig bewusst, was du dir für Ziele setzt. Und dann schaust du mal, wenn du diese Ziele erreichst. Weil dann setzt du dir immer weiter Beweise. Und dann stärkt es immer dein Bewusstsein, dass du auch die Beweise erkennst, wenn du sie dir selbst lieferst. Weil die meisten Menschen, also die meisten Achievers, sage ich jetzt mal, die meisten Online-Business-Owners, sage ich jetzt mal, die kreieren Beweise ohne Ende für das Machtgefühl, was mehr oder weniger alle von uns danach streben. Die kreieren Beweise und Beweise und Beweise. Aber die realisieren nicht, dass sie Beweise kreieren, die checken nicht, dass sie Beweise kreieren, weil sie halt so tief im Wenn-Dann-Mindset drin sind und so im Hustle-Modus gefangen sind, in der Mikroebene gefangen sind, so im Operativen gefangen sind, dass sie mehr oder weniger den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und deswegen es gar nicht checken, gar nicht das Bewusstsein haben, gar nicht die Awareness haben, dass sie da extrem viele Beweise sammeln und dieses Machtgefühl schon haben, dieses Machtgefühl, nach dem sie allen streben, vorher schon haben können. Und das ist extrem, extrem powerful. Also wirklich verdammt, verdammt powerful. Also das ist so eigentlich, no joke, das ist vielleicht so die krasseste Erkenntnis, die ich so in den letzten Monaten gemacht habe. Also wirklich, wirklich, wirklich heftiger Shit. Wirklich heftiger Shit. Und das sind so jetzt zwei Wege oder zwei Angles, sage ich jetzt mal, wie du das oder wie man das Wenn-Dann-Mindset behandeln kann. Einmal so, okay, hey, es muss einfach Klick machen, dass du auch jetzt schon glücklich sein kannst, dass du auch jetzt schon dieses geiles Leben führen kannst, dass du auch während dem Skalieren, während dem Aufbau, während der Aufbauphase da nicht unbedingt eine scheiß Lebensqualität haben musst, sondern da auch eine geile Lebensqualität haben kannst und es nicht unbedingt sich beißt, sondern es vielleicht sogar noch besser zusammen funktioniert. Und dadurch kommst du halt eben, wenn du regelmäßig reflektierst, wenn du regelmäßig Journaling machst, wenn du regelmäßig Dankbarkeitsübungen machst. Und der zweite Engel ist dieser höchste Wert Freiheit, den ihr alle habt, den auch ich habe. Es geht euch nicht an sich um die Freiheit, es geht euch um das Machtgefühl dahinter. Und dieses Machtgefühl, das könnt ihr auch ohne 50 Millionen erreichen, das könnt ihr auch ohne 100 Millionen erreichen. Dieses Machtgefühl könnt ihr schon haben, indem ihr einfach euer Leben reflektiert und die Beweise euch retroperspektiv gibt und dann aware, bewusst lebt und dann bewusst euch auch in Zukunft die Beweise weiterhin gebt. Und dann könnt ihr dieses Machtgefühl auch schon vorher haben. Und dann wird es, wenn dann Mindset, komplett irrelevant sein. Es wird komplett bröckeln, weil du weißt, hey, du brauchst deine Klügigkeit nicht aufschieben, du kannst schon jetzt dein geiles Leben führen, was du dir immer auskreiert hast oder immer im Bilde hattest. Und das sind so die zwei Engels, wie man jetzt erstmal das Wenn-Dann-Mindset behandeln kann. Wie gesagt, das Wenn-Dann-Mindset ist ein riesen, riesen, riesengroßes Thema und ich habe da selbst noch überhaupt keine Ahnung von. Also es kann sein, dass ich mir dieses Sharing in ein paar Monaten nochmal anschauen werde und mir dann denken werde, Bro, was hast du da für Müll erzählt? Aber das ist einfach mein aktueller Kenntnisstand, in meiner aktuellen Situation, in meinem aktuellen Ich, sage ich jetzt mal, und dass ihr da Bescheid wisst. Und ich werde das Wenn-Dann-Mindset auch wahrscheinlich noch in zukünftigen Sharings auch wieder von verschiedenen Engels wahrscheinlich wieder ein bisschen behandeln, weil es einfach so krass ist. Also wirklich extrem, extrem krass. Ich merke es bei meinen Kunden, die machen fünfstellige Umsätze, die machen 50.000 im Monat, die machen sechsstellige Umsätze und ich merke es so krass, wie krass manifestieren einfach, wie krass tief das Wenn-Dann-Mindset drin ist. Und ich habe die Gedanken noch nicht vollständig ausformuliert, noch nicht vollständig zu Ende gedacht. Und es kann sein, dass wenn ich in ein paar Wochen, ein paar Monaten neue Puzzlestücke finde, erfahre, dass ich da nochmal Sharings speziell zum Wenn-Dann-Mindset mache und quasi diese fehlenden Puzzlestücke, die ich mittlerweile gefunden habe, um diese nachzuliefern. Ist so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Themen ein bisschen berühren. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen entertainen. Und ich hoffe, ihr macht was draus. Und bitte, 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 wenn ihr das Video wirklich bis hierhin angeschaut habt,
dann gib mir doch gerne mal Feedback, weil das würde mir sehr, sehr krass weiterhelfen. Weil ansonsten führe ich hier so einen Monolog und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie was auslöst bei euch, ob das irgendwie funktioniert, ob euch das irgendwie inspiriert oder generell bekomme ich halt überhaupt 0,0 Feedback. Und deswegen eine große Bitte an euch, wenn das Video bis zu diesem Zeitpunkt angeschaut habt, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir auf LinkedIn, in die YouTube-Kommentare, schreibt mir einfach Feedback, damit ich so weiß, was ich besser machen kann, weil ich bin natürlich auch im Optimieren und damit ich so weiß, wie euch das Format gefällt. Ansonsten, das soll es jetzt erstmal mit dem Sharing gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr mit mir generell mal persönlich sprechen wollt, dann geht einfach auf meine Webseite erikagner.de bzw. folgt mir bei Instagram @erik_agner. Schreibt mir da eine Nachricht bzw. auf meiner Webseite erikagner.de wirst auch einen Weg finden, wie du mit mir persönlich sprechen kannst bzw. wie du dich für ein Gespräch eintragen kannst. Und dann kannst du mal mit mir oder vielleicht mit einem coolen Mitarbeiter von mir sprechen und dann können wir mal schauen, was bei dir noch so rauszuholen ist. So viel erstmal dazu. Grüße aus der Daumenrep. Macht's gut.